Ja, am heutigen Sonntag gegen 17.18 Uhr hat die Polizei Bad Salzwedel eine Einsatzmeldung erhalten, dass es im Bereich der Oberschule in Bokenem zu einem Papierkorbbrand gekommen ist. Wir haben uns daraufhin umgehend mit einem Funkstreifenwagen zum Einsatzort begeben. Vor Ort stellte sich dann allerdings die Lage so dar, dass ein Großteil einer Papierentsorgungsanlage bestehend aus mehreren Containern angefangen hat zu brennen und dieser Brand gegenwärtig im Begriff war, auf die Fassade überzugreifen. Ja, aufgrund der sehr starken und dicken Rauchentwicklung haben wir eine Rundfunkwarndurchsage veranlasst und die Bevölkerung gebeten, die Häuser nicht zu verlassen bzw. im Stadtgebiet Bokenem die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir haben allerdings einen sehr großen Auflauf an Schaulustigen hier dann nach kurzer Zeit feststellen können.